Hallöchen Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bloons Tower Defense 5. Die Ninja-Schule wird mal wieder mitgenommen. Denn dann kann ich mich mal ein bisschen auf die Videos konzentrieren, die ich immer noch durchgehen muss. Aber irgendwie komme ich nicht so richtig dazu. So, Landstraße ist auf jeden Fall sehr gut. Kann man machen. Und dieses ist eigentlich auch völlig schnuppern, welchen Eingang ich die ganzen Dinger hier setze, weil ändert sich sowieso jede Runde. Zack, und machen wir es gleich auf den Anfang, ist okay. Hier kann ich leider keine Blumenbüsche benutzen, was halt sehr, sehr ärgerlich ist. Ja, wir werden halt erstmal wieder am Anfang so ein bisschen auf Bananenplantage gehen. Das ist total fies, weißt du, genau bei Runde oder Ende Runde 2 oder der letzte Blumen ist auf 1201 Dollar. Heißt, ich kann erst frühestens in Runde 3 die Plantagen bauen, was einfach nur mega ätzend ist. Und du halt eine Runde an Geld verlierst. So, ich mach das mal so, damit er die Dings nicht wegschmeißt. Oder die Bloons nicht abhält. So, Landstraße funktioniert so, dass, wenn sie hier oben reinkommen, ganz oben, eine Runde rum und dann links wieder rausgehen. Das heißt, einmal drehen sie sich definitiv im Kreis. Und dann gehen sie im nächsten Ausgang wieder raus. Da muss man echt aufpassen. Gerade hier seht ihr schon die schnellen Bloons. Das ist so krass. Hier werde ich ziemlich viele Sauger bauen, denke ich. So, aber währenddessen kann ich noch ein bisschen auf die Kommentare erstmal gehen, während es hier wirklich ein entspanntes Spiel ist und ich gefühlt gleich verlieren werde. Mal gucken. Früher hat es 4,49 gekostet, hatte einer geschrieben, unter den Part von den Stromschnellen. Das ist schon eine Weile her, aber gut. Da bin ich halt erst bei den Kommentaren. Okay, also haben die Spiele anscheinend mal günstiger gemacht. Weiß nicht warum. Ist mir auch relativ schnuppe. Ich finde es gut, dass sie es so gemacht haben. Hat mich viel näher gekostet. Und wenn ihr von Gentle Boss eine Fortsetzung von Cat Quest oder Dog Quest kommen, Let's Plays du die dann. Gut, das gehört jetzt nicht zu BTD5, aber ja, will ich machen. Cat Quest hat mir echt mega viel Fun gemacht. Habe ich auch in wenigen Tagen durchgespielt. Wann kommt Stick Volley? Okay, das ist schön. Dann gut, dass sowas unter einer Blumenfolge kommt. Finde ich immer gut. Mega. In letzter Zeit haben wir in den Kommentaren etwas mehr geschrieben. Ich hätte mal Lust, mit DBT5 Koop zu spielen. Wäre cool, danke. Nur in den Streams. Das ist aber eigentlich allseits bekannt. Oh Gott, siehst du, da wollten sie schon raus, die kleinen Dreckschweine. So, dann machen wir in der Mitte auf jeden Fall ein Dings. Ein Affenhäuschen. Ein Affendorf. Also, wie gesagt, Koop spiele ich halt nur in Streams, wenn ich halt wirklich Koop spiele. Ansonsten spiele ich halt mit gar keinem. Könntest du dir vorstellen, aus deinem Corner... Könntest du dir vorstellen, aus deinem Kanal einen COD-Kanal zu machen für 10.000 Euro? Ein ganz klares Nein. Aber ich glaube, das brauche ich auch gar nicht begründen, oder? Nö, brauche ich nicht. Ein ganz klares Nein. Meine Fragen nicht zu BTD6, du hast doch gesagt, wenn du BTD5 durch hast, also alle zufällige Missionen und alle Mastery-Medaillen geschafft hast, dann spielst du nur die anderen Teile. Machst du das jetzt noch, weil du weißt, dass die schlecht sind? Mal gucken, also bis ich mit BTD5 durch bin, dauert es eh noch ewig. Ich lasse mich überraschen, wie es dann wird. Also ob ich mit BTD5 überhaupt durchkomme, ich habe keine Ahnung. Weil, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hehe. Oh, knapp. Bis ich mit BD5 durch bin, dauert es halt auch noch eine Weile. Und wie gesagt, ich weiß halt nicht, gerade wegen den... Ich hasse diese Map wirklich. Ich hasse diese Map so sehr. Wegen den zufälligen Missionen, die halt wirklich ultra langweilig sind. Aber dann werde ich das vielleicht auch so mit den Kommentaren machen, dass ich auf die Kommentare eingehe. Mal gucken. Ich bin gespannt. Deswegen, ich mache erstmal Mastery, weil es macht irgendwie aktuell mehr Spaß, weil die ganzen zufälligen Missionen sind irgendwie ziemlicher Crap, muss ich sagen. Ich guck mal, weil eigentlich kann man die ganzen anderen BTD-Teile nicht spielen, weil die einfach kein Content bieten. Ich guck mal, was man da machen kann, aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Ich bräuchte mal ein paar mehr Dingensen. Blendgranaten, ne? Ein Hoch auf die spezialagenten Stammschildkröte. Der ist einfach so nützlich. Versucht das nächste Mal Superaffen und U-Boote, damit die U-Boote auch alles treffen. Na, es hat genauso wieder wie das mit dem Wurfpfeilaffen.
Also die Superaffen sind dann noch viel teurer. Das ist ja mein... Ein sehr teurer Tipp, sagen wir mal so. 4,24. Das Problem ist, dass viele Leute auf dem Mobilgerät spielen und das iTunes Google Play Card mindestens 30 Euro kosten. Hatte einer geschrieben gehabt auf meine Aussage von wegen... das war ziemlich klapp, muss ich sagen, irgendwie. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da hatte ich gesagt gehabt, dass man für das Spiel halt durchaus ein bisschen mehr bezahlen kann. Vielleicht war es auch nicht das gewesen. Ah, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, es gibt auch für iTunes und Google Play weniger als 30 Euro, bin ich der Meinung. Es gibt jetzt nicht nur 30 Euro Karten. Also, ich glaube, ich bin auch der Meinung, 15 Euro Karten schon gesehen zu haben. Das wäre doof, wenn es sowas nicht geben würde, ehrlich gesagt. Aber ich lasse mich immer wieder gerne eines Besseren belehren. Man lernt ja nie aus, ne, wa? Ich baue einen Häcksler. Oder erstmal einen Blumen, so denke ich, reicht das mal auch völlig aus. So, das waren alle Kommentare unter dem Stromschnell, auf die ich antworten möchte. Nochmal so dazu gesagt. Jetzt der erste Part von Pyramiden. 509. Folge, also abartig. 509 Folgen, das ist schon mega krass. Oh Gott, sind das viele Blumen. Ey, weißt du wirklich nicht, ob die irgendwann rausgehen? Das ist so nervig. Müsste nicht gleich, wollte schon sagen, müsste nicht gleich in links kommen. Aber links gehen sie jetzt ja raus, ganz links. Ah, ganz gut, ganz gut. Spiel doch mal mit Mr. Mobile Fanboy, hat einer geschrieben. Also erstmal fehlt das Bitte. Und zweitens in einer netten... In der Frage. Weißt du, eine Frage wäre ganz cool und nicht so ein Befehl. Und halt ein Bitte, also... Erziehung lässt zu wünschen übrig, Guter, ne? Mein Juter. Ich spiele mit Mr. Mobile Fanboy, wenn ich mit Mr. Mobile Fanboy spielen möchte und wir beide Zeit haben. Wieder zwei Kriterien, die selten aufeinandertreffen. Und gerade das mit dem Zeit haben ist immer so ein Ding. Gerade unter der Woche habe ich meistens auf gar nichts Bock. Lukas hatte geschrieben, ich würde mich über eine Umweltfolge freuen. Warum bin ich denn so müde? Ich war heute übrigens mal Blutspenden gewesen, vielleicht bin ich deswegen so müde. Die haben mir wieder einen halben Liter abgezapft. Bin wieder ein halben Kilo leichter. Also wer abnehmen möchte, Blutspenden gehen. Zumindest über ein paar Stunden seid ihr dann einen halben Liter leichter, einen halben Kilo leichter. War entspannt gewesen. Kriegt man immer schön Essen beim Deutschen Roten Kreuz, nachdem man Blut gespendet hat, kann man sich wirklich... ins Koma fressen und saufen, die haben da alles, das ist so krass. Die haben da übelst viel Obst und Gemüse und belegte Brötchen und Schokolade und Trinken, ja, da kannst du dich echt voll fressen. Dafür, dass du halt umsonst dein Blut gibst, machen sie das halt. Aber finde ich ganz in Ordnung, ich werde lieber gefüttert statt bezahlt. So, ich glaube, wir machen jetzt mal ein paar U-Boote. U-Boote, Häcksler meine ich natürlich. Ich sehe schon, dass hier ziemlich viele sind, die durchkommen. Ja, deswegen bin ich vielleicht zu müde, weil ich mega, mega viel Blut verloren habe. Das muss ich natürlich erst einmal regenerieren. So, ich würde mich über eine U-Boot-Folge freuen, hat er geschrieben. Dann schaut ihr die Folge vor dir an, habe ich dann natürlich geschrieben, weil genau die mit den Stromschnellen waren U-Boote gewesen. Ich würde mir so einen Luftbläser wünschen, der die Blumen wegstößt, beziehungsweise wegbiss und ihnen dabei Schaden zumacht. Gibt es schon so eine Art der magischen Wirbelsturm, habe ich darauf geantwortet. Aber ich habe gerade, als er das so mit dem Luftbläser gesagt hat, habe ich mir so den Dings in Clash of Clans vorgestellt, diesen Bläser, diesen roten, den sie mal irgendwann eingeführt hatten. Genau der ist mir genau vor Augen gekommen, als ich das gelesen habe. Aber wie gesagt, den Magier gibt es halt schon. Der kann halt schon zurückstoßen und Schaden machen. Das ist halt der Luftbläser. Mach mit Mr. Mobile Firma wieder Videos wie die ersten 7 Folgen, Ausrufezeichen. Gut, genau das gleiche wie bei Manuel Sonnenburg, mein lieber NA2 Official. Ein Bitte und eine Frage wäre ganz cool, statt ein herrschender Ton. Ach mal, diese Nettigkeiten, die ja fehlen. Und auch da, ich werde mit ihm spielen, sobald ich Zeit und Lust habe. Boah, definitiv noch mehr Ninja-Affen. Gerade wenn ihr so viele normale Bloons dann später. Wobei, ich hab drei Blendgranaten. Das ist eigentlich dürft ihr kein Bloon durchkommen, wenn die alle gestunt werden.
Könntest du, wenn du ein Spezialgebäude aktivierst, mal zeigen, was der Turm dann alles kann? Das hatte Bru krank geschrieben. Ja, das habe ich bei Ninja-Affen jetzt vergessen. Oder werde ich öfters vergessen, weil mir das einfach so unterbewusst gar nicht mehr klar ist, dass das einer sehen möchte. Weil ich einfach die ganzen Türme schon so gefühlt so oft gezeigt habe. Ich versuche natürlich mal kurz anzuschneiden. Ja. Mach was mit Magiern. Auch wieder keine Fragen, keine Frage und kein Bitte. So, könntest du bitte etwas mit Magier machen? Wäre die richtige Schreibweise für einen Kommentar, wenn ihr wollt, dass ich was mache, überhaupt. Wenn ihr nicht wollt, dass mir eure Kommentare am Arsch vorbeigehen. Welches spezielles Gebäude ist am besten? Wurfheilaffe oder Bungmann, hatte ich darauf geantwortet. Sind halt wirklich nicht schlecht, gerade für den Anfang. Wer mein Tipps und Tricks Video gesehen hat, was ich natürlich von euch allen erwarte, weiß ja, dass ich da vorgeschlagen oder empfohlen hatte, Wurfpfeilaffe und den Boomerangwerfer zu skillen. Ich glaube, ich habe Wurfpfeilaffe 5 als erstes und ich glaube, den Affenpionier als zweites. Glaubst du, dass es bei BTD5 eine komplett neue Art Affen geben wird, also nicht nur Turbo-Spezialagenten? Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich einfach mal überraschen, was in BTD6 kommen wird. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was da alles geben könnte. Frage zu BTD6. Glaubst du, das Spiel wird teurer als BTD5? Ja. Ich sage ja. Aus dem Grund, dass BTD6 halt wirklich jetzt schon angekündigt wurde. Ich glaube, das haben die bei BTD5 nicht gemacht. Ich glaube, die haben BTD5 einfach irgendwas einfach da. Aber BTD6 haben sie jetzt schon angekündigt. Die haben sie sogar schon verschoben. Also der Start soll ursprünglich Ende 2017 gewesen sein. Also, oh Gott. Oh Gott. Ich brauche mehr Ninja-Affen, glaube ich. Ich habe keinen Plan, wo irgendein Blumen ist. Ja, das war klar. du siehst halt nicht, wo irgendwas gewesen sein könnte. Aber ja, daran liegt es halt hier. Ne? Ich brauche halt ein paar mehr Ninja-Affen. Ist nicht wieder durch. Naja, okay. Gerade auch, weil die Ninja-Affen dann nicht mehr angreifen können, weil sie jedes Mal andere Bloons noch haben, die sie angreifen. Brauche ich hier dann vielleicht doch einen Super-Affe-Feilsturm. Oder ich kann es mal mit den Ninja-Dingern versuchen. Hier vorne sind die, aber sie sind durch. Na gut.